Mich stört eine Sache sehr. Ein Teil, und ich würde sagen, ein wirklich relevanter Teil der öffentlichen Debatte ist mit Zuspitzung, Provokation oder einfach durch heiße Luft geprägt. Also wo dann eigentlich nichts dran ist, worüber aber auch mit Wut oder Empörung gesprochen wird. Ich gebe ein Beispiel, ist vielleicht eher ein harmloser, kurioser Vorfall, aber mich hat es beschäftigt. Erst vor wenigen Tagen hat die Bild-Zeitung eine Schlagzeile gebracht. Und man hört es mir schon an, ich selbst wohne auch in Wien. Die Bild-Zeitung hat geschrieben, damit Kinder nicht diskriminiert werden, Wien verbietet Garderobenbilder in Kitas. Und ich glaube, das kennen wahrscheinlich einige. In Österreich, sagen wir im Kindergarten, in der Kita, gibt es in der Garderobe oft so Sticker. Und jedes Kind hat so ein Symbol. Also das eine Kind zum Beispiel ist, was weiß ich, ein Hase, das andere Kind der Fliegenpilz oder der Hund, der Papagei, der Frosch. Und die Geschichte in der Bild-Zeitung ist durchaus empörend geschrieben, dass die Kinder jetzt keine Sticker mehr bekommen und dass ihnen quasi das jetzt auch nicht mehr angeboten wird. Das Ganze ist eigentlich, wie soll ich sagen, man könnte sagen, fast schon abgeschrieben oder zitiert aus der Kronenzeitung Boulevardblatt in Österreich. In der Kronenzeitung steht es noch einmal heftiger, ich lese es kurz vor. Dort wird behauptet, der Zensurwahn macht längst nicht vor den Kleinen Halt. Selbst der Muttertag wird in vielen Kindergärten nicht mehr gefeiert. Er sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es. Und nun wird die nächste liebevolle und harmlose Tradition einer falschen politischen Korrektheit wegen geopfert. Also wir sind auf einmal in einem großen Thema der angeblichen politischen Korrektheit im Kindergarten. Die Bild-Zeitung übernimmt dann die angebliche Geschichte und postet das auch online. Und ich glaube, manche ahnen schon, wie das dann diskutiert wird. Ich habe ein paar Facebook-Posts mitgebracht, nur zur Illustration. Ein Christoph schreibt, ich denke, Wien und Berlin kämpfen um die Vorherrschaft der dümmsten Welthauptstadt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Hamburg in diesem Ranking dasteht, aber ja. Dann schreibt ein Kevin, die Behörden, Mitarbeiter gehören allesamt in die Klapper, vielleicht mal in der Klapse, und Parteibuch überprüfen von jedem. Könnte wetten, es handelt sich um Grüne. Der Kevin weiß nicht so viel über Wien, weil es ist fest in roter Hand, muss ich dazu sagen. Und dann schreibt eine Karin oder Karen, keine Ahnung, in den heutigen Kitas keine Weihnachtsfeier oder Osterfest, kein Basteln für Vater- oder Muttertag, dafür lesen Drag Queens aus zweifelhaften Büchern vor und den Kindern wird eingeredet, kein Junge oder kein Mädchen zu sein. Es läuft etwas ganz gewaltig falsch. Und dazu muss ich sagen, ja, so ist es im Wiener Kindergarten oder Kita, wie man hier sagen würde. Da gibt es mindestens eine Drag Queen pro Kind. Und beim Eingang vom Kindergarten steht groß drauf, kill your gender. Nein, ganz so ist es nicht. Aber wenn man manche Online-Berichte und Postings liest, könnte man den Eindruck bekommen, es wäre so. Und ich habe jetzt eine ganz wichtige Sache noch nicht beantwortet. Ah ja, ein Detail noch. Es reicht natürlich nicht, dass die Leute diese Geschichte vorgesetzt bekommen. Sie dürfen danach abstimmen. Sollten die Garderobenbilder in Kitas verschwinden? 97% sagen, nein, diese Diskussion ist völliger Quatsch. 3% meinen, die Symbole sind längst überholt. Ich liebe solche Online-Votings, weil zuerst macht man Leute über was wütend und dann lässt man sie abstimmen. Das ist natürlich höchst wissenschaftlich. Ja, ich habe die wichtigste Frage aber noch nicht beantwortet. Stimmt das überhaupt? Und die Antwort ist nein. Ganz einfach nein. Das ist aus dem Falter, die haben danach gefragt bei der Magistratsabteilung. Und ganz einfach, es gibt kein Verbot. In Wien gibt es 350 städtische Kindergärten, also die wirklich von der Stadt selbst betrieben werden. Und jeder Kindergarten darf es handhaben, wie der Pädagogen oder Pädagoginnen das dort wollen. Und es ist tatsächlich so, dass es kaum noch diese Sticker gibt, weil in den letzten Jahren die meisten oder viele Kindergärten dazu übergegangen sind, die Fotos der Kinder auszudrucken.
Also es ist so unspektakulär. Ich finde das oft so beeindruckend, was eine Geschichte wird, weil es stimmt nicht, was da steht, und das, was stimmt, ist einfach nicht interessant, ehrlich gesagt. Und ich möchte nur eines anmerken, ich habe auf der Bildseite nachgeschaut, bis heute habe ich keine Richtigstellung gesehen. Die Kronenzeitung hat wenigstens einen zweiten Text gebracht, wo sie das dann geschrieben haben. Okay, aber das ist, man kann sagen, das ist ein lächerlicher Vorfall, es geht nicht um viel. Nur ehrlich gesagt, oder man kann sagen, solche Geschichten gibt es die ganze Zeit, das, was da nicht so ganz stimmt oder eigentlich nur so ein kleines Detail halb war, wiedergegeben wurde. Warum jetzt gerade darüber reden? Weil genau das Problem ist, dass wir das in einer Tour erleben, Bullshit-Debatten, wo eigentlich nichts dran ist, die unsere Zeit und Energie kosten oder arme Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Magistratsabteilung dann aufklären müssen über Garderobensymbole. Und das ist ein Problem für unsere öffentliche Debatte. Und das ist jetzt noch ein harmloses Detail, aber darüber werde ich heute sprechen, nämlich wie werden Debatten verunmöglicht? Wie wird etwas Harmloses falsch dargestellt, überspitzt? Wie wird auch zum Teil Spaltung befördert? Und das ist jetzt ein kurioser Einzelfall, aber wir haben strukturelle Probleme, dass wir in einer Zeit leben, in der Emotionalisierung ungeachtet der Fakten, Hochspielen unrelevanter Vorfälle oder auch das Arbeiten mit Feindbildern sehr relevant ist. Weil, bleiben wir noch mal kurz bei dem einen Posting, haben wahrscheinlich noch einige in Erinnerung. Da heißt es, im Kindergarten sind lauter Drag Queens und den Kindern wird gesagt, dass sie nicht Junge oder Mädchen sind, was weiß ich. Und erstens, das muss man sich durch den Kopf gehen lassen. Die Geschichte stimmt schon mal nicht. Und basierend auf einer Geschichte, die nicht stimmt, werden dann die allerwildesten Ideen verbreitet, was in unserer Gesellschaft abgeht. Und wie funktioniert das, dass Leute so gedanklich in so eine Richtung gebracht werden? Da muss man sich, das Erste, was ich tun werde, ist, ich werde drei Mechanismen anschauen, wie Debatten zu einer Polarisierung oder Spaltung geführt werden. Und bleiben wir ganz konkret bei dieser Geschichte. Da wird eine moralisch-emotionale Sprache genutzt. Und ich zeige das kurz her. So, moralisch-emotionale Sprache. Man kann sagen, es liest sich so ein bisschen lächerlich, wie manche Online-Texte geschrieben werden. Oder natürlich ist oft so mit so ein bisschen ein Wumms kommen Geschichten daher oder Online-Posts, Social-Media-Posts werden mit Wumms angekündigt. Ich glaube aber, wir müssen ernst nehmen, wie viele Debatten zusätzlich mit Sprache aufgeladen werden. Wenn ich eine unspektakuläre Geschichte habe, über die man durchaus diskutieren kann, erstens, ob es stimmt, was Kindergärten tun sollen, aber ich will, dass sie spektakulärer klingt, als es vielleicht der Fall ist, dann nutze ich moralisch und emotional aufgeladene Worte. Wie zum Beispiel, es geht den Garderobenbildern an den Kragen. Die haben nicht einmal einen Kragen, aber okay. Es geht darum, dass Kinder nicht diskriminiert würden. Niemand wird hier irgendwie diskriminiert, aber man nutzt schon mal Worte, die eine Debatte anschieben. Sprache hat Gewicht. Und das sage ich nicht einfach so. Im Boulevard als auch in der Politik merkt man, dass stark mit moralisch-emotionaler Sprache gearbeitet wird und das bringt mir Reichweite. Dazu gibt es eine interessante Untersuchung von William Brady und Kollegen, das sind Psychologen, die haben sich das jetzt im politischen Kontext angeschaut. Ich hole kurz aus, aber erzähle das. Die haben sich angeschaut, wie wirkt sich moralisch-emotionale Sprache aus, wie zum Beispiel, wenn ich Worte wie Krieg, Hass, Protest, Schuld benutze, fördert das die Reichweite? Und konkret haben sie sich Twitter, jetzt X, angesehen und sie haben für US-Kongressabgeordnete Folgendes ausgewertet. Wenn die moralisch-emotionale Worte in ihren Tweets benutzten, dann stieg, und zwar pro einzelnen Wort, das moralisch-emotional aufgeladen ist, die Anzahl der Shares im Schnitt um 12 Prozentpunkte. Also wenn ich eine heftige Sprache nutze, sogar mehrere Worte, die so ein bisschen anstoßen zum Reagieren, dann kriege ich messbar mehr Shares. Ich zeige das kurz her. Sprache hat ein Gewicht. Und seitdem ich das weiß, wie moralisch-emotionale Sprache Leute anstößt, das zu teilen, bin ich sehr achtsam geworden. Wir alle nutzen moralisch-emotionale Sprache, keine Frage. Es gibt vielleicht jene, die noch einmal mehr härter reingehen, selbst moralisch-emotionale Sprache nutzen dort, wo es eigentlich vielleicht gar nicht so spektakulär ist.
Das ist der erste Punkt, über den ich sprechen möchte. Und da möchte ich ein kleines Detail erzählen. Die Debattenkultur ist ja eines meiner Kernthemen. Und ich lerne jeden Tag neue Tricks, wie Online-Medien zum Beispiel Geschichten spektakulärer klingen lassen. Diese Wiener Kita-Geschichte, da ist nichts dran, aber sie ist auch nicht so brisant. Und wissen Sie, was die dann gemacht haben, damit der Text noch einmal mehr Emotionalität beinhält? Das habe ich zum ersten Mal hier gesehen, finde ich echt beeindruckend. Am Ende des Textes, da ist die Geschichte eigentlich schon vorbei, werden auch noch, Screenshot aus der Bild, irgendwelche Online-Posts zitiert, hitzige Diskussion im Netz, im Internet wird die Entscheidung der Behörden heftig diskutiert, diese Entscheidung gibt es nicht mal, in den Kommentaren zu dem Thema heißt es unter anderem, die spinnen die Römer, hat Asterix gesagt, die spinnen die Wiener, sage ich jetzt. Da sitzt also ein Bild-Zeitungsredakteur und findet, das muss auf unsere Seite. Oder ein anderer Kommentar, alle, die an dieser Entscheidung mitgewirkt haben, fristlos entlassen. Und das finde ich schon spannend, wie viele Kniffe es gibt, um nochmal ein bisschen mehr Brisanz reinzubringen. Ja, das ist das Erste, moralisch-emotionale Sprache. Das Zweite ist aber, damit ist was verbunden. Diese moralisch-emotionale Sprache führt dann zur Behauptung, die würden uns quasi die Kindergarten-Garderobenbilder wegnehmen oder die Kinder werden jetzt alle von Drag-Queen-Lesungen, was weiß ich, zugeschwemmt. Man muss sich also Sorgen um die Kinder machen. Und manche sehr hitzigen, auch polarisierten Themen, da kann man nur erklären, was abgeht, indem man sich mit den Gruppenphänomenen dahinter beschäftigt. Weil dieses Appellieren an die eigene Gruppe wird bedroht, die eigene Gruppe muss was fürchten, das ist sehr wirkungsvoll. Und da gehe ich einen Schritt weiter. Es gibt in den Sozialwissenschaften einen wichtigen Begriff, das ist Eigengruppe. Wir alle definieren uns ab und zu oder wir ständig in Eigengruppen. Zum Beispiel, wir jetzt hier sind die Eigengruppe derjenigen, die diese Session anwesend sind. Oder ich bin Österreicherin, wenn ich im Zug in Deutschland mit der Deutschen Bahn fahre und durch Zufall sitzt neben mir eine andere Österreicherin, sind wir die Eigengruppe der Österreicherin und die anderen sind die anderen. Das ist harmlos. Die Gefahr ist aber, dass solche Gruppengefühle leicht ausnutzbar sind. Auch spannend ist, wie schnell Menschen sich zum Gruppengefühl hinreißen lassen. Und ich erzähle kurz eine kuriose Anekdote, die das illustriert, nur um dann nachher aufzuwerfen, wie man es dann missbrauchen kann. Aber das möchte ich kurz ausholen, weil es auch bei der Recherche für mein Buch eine der witzigsten Anekdoten war, über die ich gestolpert bin. Den Film kennen wahrscheinlich einige. Das ist Planet der Affen, berühmter Film aus den 60er Jahren. Charlton Heston spielt einen Protagonisten, der auf einem Planeten landet, wo lauter intelligente Menschenaffen sind. Also Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen. Und es geht jetzt nicht um den Film, sondern dieser Film wurde gedreht und da haben Menschen solche Kostüme getragen. Also mal waren sie als Gorilla, als Schimpanse oder als Orang-Utan verkleidet. Und dann ist was Kurioses aufgefallen. Es gab eine Mittagspause, wo alle am Set essen konnten. Und es war so, dass sich die Gorillas mit den Gorillas zusammengesetzt haben und die Schimpansen mit den Schimpansen und die Orang-Utans mit den Orang-Utans. Aber es hatte niemand den Leuten gesagt, sie sollen das tun. Das war einfach so, man hatte einfach eine Gruppe gebildet. Und der Charlton Heston hat das in mehreren Interviews immer wieder erzählt, weil ihn das so fasziniert hat. Er sagte, es gab eine Art Selbstaufteilung. Die Gorillas würden an dem einen Tisch essen, die Schimpansen am anderen und die Orang-Utans auf wiederum einem anderen. Und das ist normal. Wir sind einfach so ein bisschen gruppenorientierte Tiere. Aber es kann dann gefährlich werden, wenn zum Beispiel den Orang-Utans das Gefühl vermittelt wird, die Schimpansen nehmen ihnen die Arbeitsplätze weg. Oder den Schimpansen wird gesagt, die Orang-Utans wollen ihnen den Fleischkonsum verbieten. So kann man dann Leute in Gruppen wütend machen. Das sage ich nicht einfach so. Dieses Konzept der Eigengruppe und Fremdgruppe ist deshalb so wichtig, weil es zum Beispiel Rassismus erklären kann und weil es auch sehr starke Aktivierung von Gruppen ermöglichen kann. Und dazu habe ich mit dem Psychologen Dominik Packer gesprochen, der zu solchen Themen forscht. Der sagte zu mir, es ist unglaublich leicht, Abneigung gegenüber der Fremdgruppe zu erzeugen.
Es ist so leicht, wie das Gefühl zu erzeugen, dass die eigene Gruppe durch eine andere Gruppe bedroht wird. Diese Bedrohungen können Ressourcen betreffen, etwa im Sinn von, die wollen uns etwas wegnehmen, oder sie sind eher symbolisch, etwa eine Bedrohung des eigenen Status. Ich glaube, dass populistische Führungspersonen viel Zeit damit verbringen, zu versuchen, dieses Gefühl der Bedrohung herzustellen. Etwa, dass Migrantinnen unsere Identität verändern oder unsere Jobs wegnehmen würden. Oder dass Migranten und Migrantinnen neuerdings Katzen und Hunde essen, würde auch hierzu passen. Aber dieses Gruppengefühl ist sehr wichtig, weil es erklären kann, wie selbst größte Feindseligkeit auch bösartige Attacken von Menschen toleriert werden. Weil man hat ja gegen eine angebliche Bedrohung sich gewehrt. Und wichtig ist auch, das hat Dominik Pecker auch gesagt, oft sind diese angeblichen Bedrohungen auch Erfindungen. Und wichtig ist, diese Art der Rhetorik nutzen nicht nur die klassischen populistischen bis rechtsextremen Parteien, sondern auch andere. Auch zum Beispiel die Idee, die Deutschen kriegen keinen Zahnarzttermin, weil dort die ganzen abgelehnten Asylbewerberinnen sprechen, passt natürlich zu so einem Bild. Und das ist wirkmächtig. Und ich habe das auch deshalb hergezeigt, Friedrich Merz, der ja mit dieser Aussage auffiel, weil solche Rhetorik wirkt und es ist dann verlockend, sie selbst zu benutzen. Dazu gibt es Auswertungen. Zum Beispiel Populismus rentiert sich oft auf Social Media, aber man kann Populismus nicht nur als politische Richtung, also eine Partei ist klar populistisch, verstehen, sondern auch als Kommunikationsstil. Wenn zum Beispiel in der Rhetorik Volkszentrismus, Anti-Elitismus angewandt wird. Und das Arge ist, dass, dazu gibt es Untersuchungen, zum Beispiel Sina Blasnik, Kommunikationswissenschaftlerin, hat schon vor einigen Jahren gesehen, die haben sich Facebook und damals Twitter angesehen, dass wenn Politiker, Politikerinnen wiederholt populistisch in ihrer Kommunikation auftreten, dann rentiert sich das in der Anzahl, der Wahrscheinlichkeit von Likes und von Shares. Und zwar für alle Couleurs. Das heißt, ich muss gar nicht aus dieser Richtung kommen, es rentiert sich. Und das heißt, wenn wir über verrohte Debatten sprechen, warum reden wir darüber? Weil es funktioniert. Und dann eine letzte Sache und dann komme ich zu Lösungen. Ich glaube, es ist einleuchtend, dass sowas funktioniert, aber was liegt denn dahinter? Was wird alles angestoßen? Und bleiben wir bei einem weiteren Beispiel, drittes Beispiel, dann gehe ich zu Lösungen. Ich glaube, auch allen ist bewusst, die Verrohung wütender Debatte wird mit Beleidigung erst richtig entfacht, weil wer beleidigt, der kriegt Aufmerksamkeit. Wir alle haben als Kinder gelernt, man soll andere nicht beleidigen, aber in der Politik passiert es ständig. Und es gibt aber noch eine zweite Erklärung. Ich zeige kurz was her. Das ist, ich muss jetzt kurz aussehen, es geht um Donald Trump. Gehen wir kurz auf eine Person ein, die quasi für das Beleidigen in der Politik geradezu steht, als Symbol, Donald Trump. Politisch hat Donald Trump oft davon profitiert, andere zu beschämen und zu diskreditieren, und das ist eines der jüngeren Beispiele. Haben vielleicht manche mitbekommen, ich erkläre es kurz, weil man das nicht auf den ersten Blick, glaube ich, so einordnen kann. Das ist ein Post, den Donald Trump geretruthed hat, so heißt es auf Truth Social, also weitergeleitet hat. Und hat allen Ernstes, der Anlass ist, ein User hat ein Foto von Kamala Harris und Hillary Clinton gepostet. Eigentlich ein sehr nettes Bild von den beiden, würde ich sagen. Und ein anderer User schreibt drunter, witzig, wie Blowjobs die Karriere der beiden auf ganz unterschiedliche Weise beeinflussten. Und das spielt natürlich einerseits an die Bill Clinton, Monica Lewinsky-Affäre an und andererseits, die Unterstellung ist hier, weil es sind solche Falschmeldungen, die es gibt, dass Kamala Harris, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, sich hochgeschlafen hätte. Und man muss sich vorstellen, Donald Trump retweetet diese Anspielung oder retruthed, um es in der Sprache dazu zu nutzen. Also es ist schon ein besondere sexistische Reaktion. Aber bleiben wir kurz beim Thema. Warum nützt Donald Trump das Beleidigen etwas? Erstens, weil er Aufmerksamkeit bekommt, weil er in der Situation nicht beantworten muss, was seine politischen Forderungen zu Thema XYZ sind. Aber das Zweite kommt noch hinzu, Beleidigung wirkt nicht nur nach außen oder in die breite Masse, die dann sich darüber aufregt und wo man Sichtbarkeit damit bekommt. Beleidigen ist auch ein wichtiges Signal ins eigene Lager. Nämlich was Donald Trump macht, sind sogenannte Ad hominem Argumente.
Er geht weg von der Sachfrage hin auf den Charakter seines politischen Gegners oder Gegnerin oder von Journalisten, Journalistinnen, wer auch immer gerade sein Ziel ist. Und er geht weg von der Sachfrage und beleidigt den Charakter. Und ich habe mit der Rhetorikprofessorin Jennifer Mercier für mein Buch geredet und sie hat mir erklärt, warum das so eine wirkungsvolle Methode ist. Sie sagt, bei solchen Beleidigungen, ad hominem Argumenten, Trump versucht nicht, die Person zu überzeugen, die attackiert, sondern er performt für ein Publikum. Und für ihn ist das sehr wirkungsvoll, denn indem er diese Person ihre Glaubwürdigkeit abspricht, indem er ihnen die Fähigkeit abspricht, ein Argument einbringen zu können, schiebt er die Aufmerksamkeit weg vom Argument an sich oder vom Thema, um das es geht, hin zur Person und deren Glaubwürdigkeit. Er muss dafür nicht einmal selbst ein Argument, er muss niemals einen Beweis erbringen. Also alles, was er tun muss, ist, dieses Wir gegen die zu verfestigen, dann haben die Betroffenen keine Glaubwürdigkeit mehr. Das heißt, die Beleidigung sagt eigentlich den Fans von Donald Trump, egal was Kamala Harris in dem Wahlkampf aufführt, ihr müsst dieser Frau nicht glauben oder zuhören, weil die hat sich hochgeschlafen. Und das heißt, solche aggressiven rhetorischen Stile, die haben oft mehrere Effekte. Und damit möchte ich jetzt zu den Lösungen übergehen, weil ich glaube, diese Aspekte zu kennen, diese Effekte zu kennen, hilft uns auch dann, unterschiedliche Gegenstrategien zu finden. Ich habe das kurz hergezeigt. Ich habe noch viel mehr solche Beispiele zusammengetragen. Also es gibt auch den Illusory Truth-Effekt, wie wichtig die Wiederholung ist oder zum Beispiel, welche Emotionen Leute aktivieren. Das habe ich auch in meinem Buch drin. Aber gehen wir jetzt auf die Lösungen. Und das Allerwichtigste ist, was macht so eine Rhetorik? Das Erste ist, dieses Gruppendenken oder auch das Beleidigen, konkret die ad hominem Attacke, die erlaubt es, einem Teil der Bevölkerung für Argumente in gewissen Fragen nicht zugänglich zu sein. Das ist wichtig, weil sonst könnten wir noch leichter miteinander diskutieren. Aber mit so einer Rhetorik wird ihnen gesagt, hört bloß nicht zu. Und das Zweite ist, es geht dann nicht nur um die Fans und das Umfeld derjenigen, die sowas verbreiten. Es geht dann zweitens auch noch um uns alle. Hier passiert natürlich ein Debatten-Hijacking. Weil jede Sekunde, die wir dann mit Donald Trumps sexistischen Äußerungen, mit angeblichen Behauptungen über Asylbewerberinnen beim Zahnarzt oder der Zahnärztin oder Kita-Garderobenbildern verbringen, ist eine Sekunde, die wir mit anderen Themen nicht verbringen. Und ich halte es wirklich für eine der größten Gefahren unserer Zeit, dass wir ständig in solchen Fake-Debatten landen, die oft zum Beispiel basierend auf Falschheiten oder Halbwahrheiten daherkommen, wo nichts Relevantes passiert ist und wir dann die nicht genug Zeit haben, um über Ernsthaftes zu sprechen, weil, bleiben wir beim Thema Kita. Ich glaube, das ist in Deutschland sehr ähnlich wie in Österreich. Eigentlich sollte unsere Gesellschaft sehr viel über Kitas sprechen, nämlich über die Situation der Elementarpädagogen und der Elementarpädagoginnen dort, wo extrem viele zum Beispiel kündigen, wo es teilweise sogar Ausfälle gibt, dass eine Betreuung nicht mehr stattfinden kann. Und statt dass die Bild-Zeitung sich fragt, wie könnten wir die Situation von Elementarpädagoginnen verbessern, wird so eine Nullgeschichte aus Wien aufgegriffen. Und selbst wenn die Bild-Zeitung über Wiener Kindergärten berichten will, dann soll sie vielleicht die Arbeitssituation dort anschauen, anstatt so einen Unsinn. Aber das Tolle ist, ich muss ja nicht einmal ernsthaft recherchieren, wenn ich mit solchen abgeschriebenen oder zitierten Geschichten auch ein bisschen Aufmerksamkeit kriege. Und da möchte ich jetzt, das ist nämlich der erste Lösungsvorschlag. Gerade wenn ich merke, dass wir dieses Problem haben, ist immer, wenn ich merke, ich lande in so einer Fake-Debatte oder in so einer Unsinnsdebatte, der eigentlich der Moment gekommen, wo ich in mich gehen sollte und fragen sollte, was sind eigentlich wichtige Themen für mich? Und das klingt leichter, als es ist, weil zum Beispiel, ich gebe nur ein Beispiel, man kann sagen, ein Anliegen von einem selbst ist Antirassismus oder gegen Sexismus aufzutreten. Da muss man aber vorsichtig sein, weil gerade solche aggressive Rhetorik nutzt das aus. Die will, dass wir dann über jedes Stöckchen drüber hupfen und ich bin erst recht wieder in der Debatte drin. Drum, es geht darum, konkrete Ziele, glaube ich, zu suchen. Nehmen wir das Beispiel. Welche Themen sind mir wichtig, aber was ist ein konkretes Ziel, das wir erreichen könnten? Also zum Beispiel, dass wir eine Debatte über die Situation der Kindergärtnerinnen und Kindergärtner führen. Oder beim Thema Rassismus, dass am Ende Organisationen staatliche Gelder bekommen, die dagegen ankämpfen. Aber ich kann ein konkretes Ziel identifizieren. Das heißt, strategischer vorgehen.
Und dazu, wie wir dann strategischer vorgehen können und uns wehren können, habe ich drei so ein Tipps mitgebracht, wie man dann wirklich in so erhitzten Debatten reagieren kann. Der erste Tipp hängt ein bisschen mit diesem Fokussieren auf wichtige Themen zusammen, nämlich achtsam wütend sein. Weil erstens ist natürlich die Frage, welches Thema ist mir wichtig, aber wir werden nicht drumherum kommen, uns über manch eine Provokation aufzuregen. Die Frage ist nur, wie entscheiden wir, wo wir uns aufregen und wie wir uns aufregen. Und da gibt es den Zugang des achtsam wütend sein von Diane Grimes und Whitney Phillips, das ist eigentlich so ein Online-Aufsatz von den beiden, der so reflektiert, wie kann ich in Zeiten hitziger Debatten im Internet für mich entscheiden, wie ich mit Wut umgehe. Und dazu möchte ich eins sagen, es ist nämlich falsch, Wut an sich zu verteufeln. Wut muss Teil der politischen Debatte sein, weil Wut ist eine angemessene Reaktion auf Missstände. Wenn Frauen zum Beispiel niemals wütend geworden wären, hätten sie bis heute kein Wahlrecht. Aber man kann auch in Wutdebatten hineingejagt werden, indem man wütend ist über etwas, das gar nicht passierte. Oder indem man dann ständig über Themen redet, die einem nicht wichtig sind. Das Erste also, beim achtsam wütend sein, ist die Frage, ist mir das Thema wichtig? Und um das zu beantworten, hilft eines, sich selbst den Raum und die Zeit zu nehmen, die Wut zu inspizieren und zu fragen, ist das eine Wut über einen tatsächlichen Missstand, den ich auch sonst anprangern würde, oder werde ich gerade in ein Thema hineingejagt? Und dann das Zweite, wenn ich sage, hier ist ein Missstand, den ich ansprechen möchte, gibt es trotzdem noch Möglichkeiten, etwas geschickter oder etwas menschlicher vorzugehen? Und zwar, dazu zitiere ich jetzt wirklich Diane Grimes, die hat zwei gute Tipps, finde ich, geliefert, nämlich das erste ist, wenn ich merke, mich regt etwas auf, einen sogenannten Bodyscan zu machen, also ganz kurz, gerade wenn man Online-Debatten verfolgt oder auch im klassischen Journalismus, in der Zeitung oder Fernsehdiskussionssendungen, dann kann sein, dass man wütend wird und dass man das vielleicht mitteilen möchte, aber dass man in der Wut gar nicht checkt, wie unkontrolliert man gerade selbst ist. Und Bodyscan bedeutet, dass ich im Moment der Aufregung auf meinen Körper achten beginne. Zum Beispiel spanne ich gerade meine Mundwinkel, meine Muskeln im Mund sehr stark zusammen. Bin ich beim Nacken verkrampft? Das ist vielleicht ein Zeichen, dass ich gerade sogar wütender und unkontrollierter bin, als mir das bewusst ist. Es gibt Menschen, die unglaublich wütend und trotzdem noch unglaublich geschickt beim Diskutieren sein können, aber nicht alle. Das heißt, in solchen Momenten starker Emotionalisierung bin ich oft auch ungeschickt, gut zu formulieren oder sinnvolle strategische Ziele zu setzen. Das Zweite ist, neben dem auf sich selbst hören, ist auch menschlich zu bleiben. Diane Grimes sagt, dass man sich die Menschlichkeit der anderen Person vor Augen führt. Also zum Beispiel, man kann absolut ablehnen, wofür ein Politiker steht. Oder man kann auch das politische Schaffen einer Person geradezu für gefährlich halten. Aber sich vor Augen zu führen, dass es ein Mensch ist, der eine Familie hat, der Bedürfnisse hat, das hilft, selbst nicht überbordend zu werden. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, eine Debatte, wo dann allgemeine Verrohung herrscht, die hilft jenen, die einfach nochmal härter auftreten wollen und können als die anderen. Also wir landen nicht in einer wirklich demokratisch wertvollen Diskussion, wenn wir blinde Wut nachgeben. Und dann eine zweite Sache, es geht also einerseits um sich selbst. Wie kann ich selbst strategisch reagieren? Und dieses Achten auf die eigene Wut, strategisch überlegen, was ist mir wichtig, ist das eine. Das zweite ist aber, wie kann ich dann andere ansprechen? Und ich habe da hingeschrieben, gemeinsame Identitäten. Und ich habe mir gedacht, aje, das ist vielleicht so ein, wie nennt man das, so eine Floskel. Wenn Politiker oder Politikerinnen im Fernsehen gefragt werden, was können wir machen, um diese Bürger zu erreichen, dann heißt es schnell mal, wir müssen Gemeinsamkeiten betonen. Das ist eine Floskel, aber wenn man dann genauer hinschaut, ist da schon sehr viel dran. Weil in der Forschung gibt es so ein paar Beobachtungen, dass dieses Betonen gemeinsamer Identitäten eine Chance darstellt, um Einzelne wieder zu erreichen oder zum Beispiel um Hilfsbereitschaft zu fördern. Ich erzähle kurz eine Geschichte, die ist ein bisschen kurios, aber passt indirekt dazu. Es gibt eine tolle Studie aus Großbritannien von Mark Levine. Die haben was ganz was Interessantes getestet, ein bisschen kurios, es geht nämlich um Fußballfans. Und die haben Fans des Fußballclubs Manchester United zu einer Studie eingeladen
Und die wussten nicht wirklich, worum es geht, sondern es ging irgendwie ums, gesagt, es geht ums Thema Fußball. Und es wurde getestet, wie wichtig ist die Identität, die ein Mensch präsent hat, gerade im Denken. Und in einem ersten Teil der Studie mussten Fans von Manchester United so eine Fragen beantworten, warum sie Manchester United-Fans sind, was ihnen das gibt. Also da wurde die Identität als Fan dieser einen Mannschaft hervorgehoben. Und dann diese Forscher, Forscherinnen waren sehr, ja, ein bisschen hinterhältig oder ein bisschen lustig in ihrer Herangehensweise. Die haben dann gesagt den Teilnehmenden, ja, und der zweite Teil der Untersuchung ist im anderen Gebäude, das heißt, ihr geht jetzt bitte darüber und dort wird euch dann ein Video gezeigt. Aber in Wirklichkeit fand die eigentliche Studie am Weg dorthin statt, weil die Leute gehen also zum anderen Gebäude, müssen rausgehen und bei ihnen läuft ein Jogger vorbei und fällt hin und es wirkt so, als ob er sich verletzt hätte und Hilfe braucht. Und es wurde getestet, helfen diese Fußballfans dem Jogger? Und es wurden drei Szenarien getestet. In einem Szenario hat der Jogger ein Manchester United-Trikot an. Im anderen Szenario hat der Jogger ein FC Liverpool-Trikot an. Das ist quasi der große Rivale zu Manchester United. Und im dritten einfach ein rotes Shirt, wo nichts draufsteht. Und das wirklich Arge ist, wenn man die Identität als Manchester United-Fan Leuten vor Augen geführt hat, dann haben sie dem Jogger im Manchester United-Shirt überdurchschnittlich oft geholfen und den anderen nicht so. Und das ist eher unbehaglich, aber dann wurde noch was Zweites getestet, gleicher Studienablauf, nur diesmal mussten die Leute nicht sagen, warum sie Manchester United-Fans sind, waren wieder andere Fans, aber auch Manchester United-Fans, sondern sie wurden gefragt, warum sind sie Fußballfans? Was mögen sie am Fußballfan-Dasein? Es wurde also diese größere Identität, dass man Fußball als Sport mag, aktiviert. Und da mussten auch die rausgehen. Mysteriöserweise ist wieder ein Jogger vorbeigelaufen, hat sich wieder scheinbar verletzt. Und jetzt passierte Folgendes. In dem Fall halfen die Leute auch dem FC Liverpool-Jogger. Gleich oft wie dem Manchester United-Jogger. Das heißt, die gemeinsame Identität hat Hilfsbereitschaft gefördert. Und das ist eigentlich eine Chance, dass man gemeinsam mit Identität anspricht, um zum Beispiel Hilfsbereitschaft zu fördern. Ich muss aber sagen, diese Studie lässt mich oft so ein bisschen, bringt mich ins Grübeln, weil ich frage mich, was das für unsere Gesellschaft aussagt. Nämlich ein Detail, dem armen Jogger im roten T-Shirt ohne Mannschaftszugehörigkeit wurde immer weniger geholfen. Also spricht nicht gerade für uns als Menschen, aber zurück zum Thema, daraus kann ich was ableiten. Wenn ich mit jemandem diskutiere, und die Debatte ist schon sehr verroht oder es ist schon sehr viel zur Lagerbildung da, dass ich schaue, gibt es eine gemeinsame Überidentität. Das kann tatsächlich der gemeinsame Sportverein sein. Es kann auch sein, zum Beispiel, dass man ähnliche Hobbys hat oder in der gleichen Region aufgewachsen ist. Das sind so kleine Kniffe und die helfen mitnichten, dass dann alle zuhören, aber sie können die Chance in vielen Fällen erhöhen, dass zum Beispiel die negativsten Eindrücke ein bisschen sinken. Das ist zumindest eine Hoffnung. Und jetzt komme ich zum letzten und ist aber auch trotzdem ein großer Punkt. Es geht um ein Selbst. Wie kann ich selbst für mich entscheiden, will ich reagieren? Und wie kann ich darauf achten, achtsam zu sein? Aber das Zweite ist, wie kann ich andere ansprechen, die vielleicht noch ansprechbar sind? Und jetzt kommen wir zum Dritten. Wie kann ich reagieren, wenn wirklich Leute zum Opfer von Ungehobeltheiten werden oder von richtigen Hasskommentaren? Wie kann ich reagieren, wenn zum Beispiel Menschen online fertig gemacht werden, auf Beleidigungen und Hasskommentare. Und da möchte ich zwei Ansätze zum Schluss schildern. Ich glaube, es gibt den positiven Anreiz, dass wir Empathie als Wert in die Auslage stellen und den negativen Anreiz, dass Leute Konsequenzen fürchten lernen. Das meine ich wirklich so. Ich erzähle das kurz. Ich werde oft gefragt, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich schon lange beschäftige, wie soll man auf Hasskommentare antworten, soll man antworten? Und dazu gibt es aber eine Untersuchung, ganz spannend ist, in der Schweiz haben Forscherinnen rund um Dominik Hangartner mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet. Und die haben die Zivilgesellschaft gefragt, wenn ihr auf rassistische Tweets antwortet, was sind eure Strategien? Und dann haben sie drei große Strategien herausgearbeitet, nämlich das erste ist,
mit Humor antworten. Also zum Beispiel, jemand schreibt was Rassistisches und dann postet man so ein Bild von einem Vögelchen und das Vögelchen sagt, Sir, it's time to stop tweeting. Also hahaha, sie sollte jetzt vielleicht aufhören zu schreiben. Das war die Humormodus. Das zweite war an Konsequenzen erinnern, nämlich was du schreibst, könnte zum Beispiel auch von deiner Familie oder deinem Umfeld gelesen werden. Und das dritte war Empathie, nämlich zum Beispiel, was du schreibst, ist sehr verletzend für Menschen, die Afroamerikaner sind. Also, dass man erinnert, wie es einem selbst gehen könnte, wenn man in so einer Situation wäre. Und das Arge ist, von diesen drei Konditionen war nur die Empathie wirkungsvoll oder wirkungsvoll genug, dass es hervorhebenswert ist. So, ich zeige das kurz her. Wenn Leute an Empathie erinnert wurden, haben sie in 8,4% ihren rassistischen Tweet gelöscht. Und das ist ein gutes, also ich zeige das auch deshalb gern her, das ist ein gutes Bild, weil ich beschäftige mich sehr viel mit Interventionen, also was kann man tun, wenn Leute aggressiv auftreten. Und ganz viele Interventionen, die funktionieren, da sind wir im einstelligen Prozentbereich. Manche sind sogar drüber, aber das heißt in der Regel, das ist kein Wundermittel, mit dem ich alle erreiche und das ist gut, aber ich finde es schon toll, dass es eine Chance gibt, dass 8% der Leute einlenken. Und es ist gut, wenn wir jene noch erreichen, die bereit sind einzulenken. Und jetzt komme ich zum Schluss. Und das Zweite, wieder eine Untersuchung der Schweiz, interessanterweise. Es wird jene geben, die nicht von selbst einlenken. Was kann man da machen? Wir brauchen Klagen, wir brauchen rechtliche Konsequenzen. Und die Frage ist nämlich, helfen rechtliche Konsequenzen, dass Leute sich zurückhalten? Und wir haben unglaublich wenige Daten zu den Personen, die wirkliche Hassrede schreiben oder Beleidigungen. In der Schweiz haben Lea Stahel und Sebastian Weingartner Dutzende Leute kontaktiert, die polizeilich angezeigt worden sind wegen potenziell strafbaren Äußerungen. Und die allermeisten wollten kein wissenschaftliches Interview geben, aber sie haben 4 Personen gekriegt, immerhin, die dann genauer Auskunft gegeben haben. Und das ist schon viel, weil das ist so ein schwer forschbares Feld. Und diese 4 Personen haben erzählt, nachdem sie polizeilich angezeigt worden sind, sind sie zurückhaltender geworden, wie sie online posten. Und jetzt kommt so ein bisschen die triste Nachricht. In den allermeisten Fällen haben die Leute nicht eingesehen, dass das falsch war, was sie geschrieben haben, sondern sie wollten sich nur weitere negative Konsequenzen vom Leib halten. Und da wird auch, die Studie ist toll, kann man nachlesen, die Studie ist wirklich toll, da werden auch wirklich so Rationalisierungsversuche oder Verteidigungsversuche beschrieben, wie Leute erklären, dass sie sowas geschrieben haben. Zum Beispiel, die anderen haben auch so gepostet. Oder, wenn eine Frau öffentlich so auftritt, dann hat sie das eigentlich verdient, so etwas abzubekommen. In solche Richtung geht, kann man wirklich nachlesen. Und in einem Fall hat aber die Person eingesehen, dass das falsch war. Da hatte die Person übrigens Kontakt mit dem Opfer ihrer Nachricht. Ist ganz interessant. Das ist jetzt eine ganz kleine Untersuchung, aber gibt trotzdem Hoffnung, dass negative Konsequenzen was bewirken. Und darum ist schon wichtig, wenn einzelne Personen engagiert sind und ab und zu was anzeigen oder dass wir daran arbeiten, eine Justiz zu haben, die das ernst nimmt. Und jetzt komme ich zum allerletzten, und da muss ich eh schon, da können wir noch ein bisschen diskutieren. Ich erlebe oft, gerade zu meinen Vorträgen kommen oft Leute, die sehr engagiert sind, die auch schon vieles wissen oder auch schon vieles ausprobiert haben und die eher manchmal das Gefühl haben, bringt das irgendwas oder was soll ich noch leisten? Und ich glaube, das Wichtigste ist, gerade in einer Phase, wo so viel Polarisierung, auch so viel Bullshit-Themen kursieren, dass man am Ende auch stark auf sich selbst und auf die eigene Energie Acht gibt. Nämlich, es gibt Tage, da ist man vielleicht nicht in der Lage, dass man diese Techniken anwendet, dass man gemeinsame Identitäten sucht oder dass man mit Empathie dagegen hält. Und ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung. Es ist auch, für manche ist vielleicht dieses Dagegenhalten auch generell keine funktionierende Strategie, weil es ist zu sehr belastet. Aber ich kann lernen, für mich einzelne Taktiken und Strategien zu finden, um ein Stück weit vielleicht Aufklärung zu verursachen. Oder vor allem ist wichtig, wenn ich engagiert bin, mir genügend Freiräume zu schaffen, wo ich diese Belastung nicht habe. Weil ich glaube wirklich, dass ein Teil der Strategie, die derzeit auch gefahren wird, ist, die Zivilgesellschaft insofern zu erodieren, dass Leute so als sich verausgaben und am Ende keine Energie mehr haben, dass sie einfach nicht mehr mitmachen. Und ich zeige zum Schluss noch eine ganz schnelle Sache her. Sorry,
Ich glaube wirklich, dass wir derzeit viele Rückschritte machen als Gesellschaft und auch auf Social Media. Das extremste Beispiel ist zum Beispiel X, also früher Twitter. Da, vielleicht sind manche auch noch selbst auf X. Ich bin dort. Und mir passiert es manchmal, wenn ich einen Tweet schreibe, der ein bisschen eine Sichtbarkeit hat, das ist irre, dann kriege ich so 1-2 Stunden positives Feedback ab von Leuten, die die Welt wahrscheinlich ähnlich sehen. Und dann kriege ich tagelang Dinge ab, für die man kaum noch Worte findet. Ich gebe nur ein Beispiel, ein kleines Detail. Das ist Österreich bezogen, ein FPÖ-Politiker, ein regionaler FPÖ-Politiker, der für den Nationalrat kandidiert, postet ein Werbevideo, also bewirbt das auch auf Facebook und Instagram, wo er eine Regenbogenfahne nimmt und in den Mistkübel haut. Und so weiter. Also es, und das, ja. Und es wird auch noch vom Aufräumen für Österreich gesprochen und so weiter. Und ich thematisiere das und viele Leute sind schockiert. Und was ich wirklich arg finde, da hat sich Twitter-X wirklich verschoben. Über Tage hinweg zum Beispiel sehe ich dann sowas. Ich werde das jetzt nicht einzeln hervorheben, das ist auch nur ein minimaler Auszug davon. Aber wir haben mittlerweile solche kaputten Online-Diskussionsplätze, wo die Gefahr ist, dass all jene, die sich zum Beispiel für Menschenrechte, für Diversität oder einfach für das pure Mindestmaß an gegenseitigem Respekt einsetzen, so viel heftigen, lauten Widerstand bekommen, dass die Gefahr ist, dass Leute erodiert werden. Dass einfach manche nicht mehr die Energie haben. Man kann zum Beispiel sagen, okay, vielleicht gehe ich stattdessen auf Blue Sky oder vielleicht nutze ich andere Kanäle, ist auch eine Ausweichmöglichkeit. Aber worauf ich hinaus will, ist, gerade in Zeiten, wo das funktioniert und wo wir wirklich Rückschritte machen, weil zum Beispiel ein Milliardär so eine Plattform kauft und mehr in so eine Richtung führt, ist es wichtiger, lernen, auf sich selbst Acht zu geben, überlegen, wo habe ich die Energie, was zu tun und auch notfalls zu schauen, ob Leuten um mir es gerade nicht gut geht, die zum Beispiel Unterstützung bräuchten oder ihnen einfach sagen, wenn man die Person kennt, komm, lass uns spazieren gehen. Also ich glaube, die nächsten Jahre, da wird es auch als Reaktionsmöglichkeit sehr stark darum gehen, auf die eigenen Energiereserven zu achten, um dann wieder die Kraft zu haben, um jene Debatten zu führen, die einem eigentlich wichtig sind. Dankeschön. Vielen Dank, Ingrid, für diesen super spannenden und wichtigen Vortrag. Wir haben noch gut 10 Minuten Zeit, um mit Ingrid ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wir haben dort ein Mikrofon stehen, könnt ihr euch gerne dort hinstellen und auch aufreihen. Dann haben wir auch schon eine Frage-Reihenfolge. Also seid ihr sehr herzlich eingeladen, eure Frage noch zu stellen. Und während ihr gerade jetzt so am Grübeln seid, was ihr vielleicht Ingrid fragen könnt, vielleicht eine Frage, die mich gerade umtreibt, Ingrid. Ich fand das total spannend, was du erwähnt hast mit dieser gemeinsamen Identität, vielleicht Überidentität und auch, dass Empathie da eine wirksame Strategie sein kann. Und ich habe mich gefragt, könnte nicht das betonen, dass wir alles irgendwie Erdenbürgerinnen sind und alles irgendwie hier auf diesem Planeten sind und auch leidende Wesen sind mit Bedürfnissen, könnte das eine wirksame Strategie sein, das immer wieder zu betonen, sozusagen als Totschlagargument? Siehst du da Potenzial oder was denkst du dazu? Die Frage ist es eine, also so pauschal kann ich es nicht beantworten, das müsste man testen. Es gibt nämlich wirklich Studien, die solche Sachen testen. Aber ich würde mal als erste Frage in den Raum stellen, ist das eine Identität, die zum Beispiel für Leute geläufig ist und wenn sie daran denken, sie tatsächlich dieses Gruppengefühl oder dieses Gefühl von Zusammenhalt oder von einer positiven Assoziation haben. Warum sage ich das? In den USA gibt es eine Untersuchung zum Thema Nationalstolz, weil da ist die Idee, so gespalten wie die USA sind zwischen Menschen, die republikanisch und demokratisch wählen, dass eine Gemeinsamkeit sein könnte, am Ende sind sie oft stolz, Amerikaner oder Amerikanerin zu sein. Und das Arge ist, das hat, ich glaube 2015 oder 2016 ist es das erste Mal getestet worden, also auf jeden Fall vor einigen Jahren schon, da hat das gut funktioniert, dass wenn man Menschen aus unterschiedlichen Lagern an ihren Stolz, Amerikaner, Amerikanerin zu sein, erinnert, dass das dann auch ein paar der negativsten Gefühle gegen die andere Seite verringert. Also dass das so ein bisschen zum Zusammenrücken geholfen hat. Und jetzt kommt's. Das Krasse ist, das ist 2020 wiederholt worden, wenn ich mich recht erinnere, auf jeden Fall in dem Wahlkampf, zum Wahlkampf von Donald Trump gegen Joe Biden. Und das war auch das Jahr, wo George Floyd starb nach rassistischer Polizeigewalt. Auf jeden Fall war es dann so, dass 2020
dieses Erinnern an das Stolz, Amerikaner oder Amerikanerin zu sein, nicht mehr so gut funktionierte. Und die These des Forschers dahinter ist, dass diese Identität, Amerikaner zu sein, politisch aufgeladen wurde, unter Donald Trump politisiert wurde und es dann nicht mehr funktioniert hat. Das heißt auch, solche großen Identitäten, Gemeinsamkeiten können kaputt gemacht werden, aber ich finde, man kann es probieren und es ist auch, vielleicht bei manchen kann sowas womöglich greifen. Mhm. Danke. Habt ihr noch Fragen? Unser Publikumsmikrofon wartet auf eure Fragen, fühlt euch eingeladen, eine Frage zu stellen. Moin, erstmal vielen Dank für den Vortrag, das war sehr, sehr schön. Meine Frage zielt so ein bisschen, Feedback, darauf ab. Wir sind in so einer Zeit von einer riesigen Metakrise und alles geht gefühlt den Bach runter, sei es jetzt bei Klima, sei es bei komischen Debatten, die halt dann durch populisierende Populismus, wie auch immer, halt so abgezogen werden, auch in Richtung dieser Fake-Debatten. Und eigentlich habe ich das ja so gelernt, oder wurde mir immer gesagt, wenn da so eine Fake-Debatte ist, man darf sich da auf einen Seite nicht runterziehen lassen, man darf aber auch online dann nicht die Debatte verkürzen. Aber irgendwie muss man ja auch dann so demokratische und Meinungsbildungsprinzipien rüberbringen. Also ich nehme mal an, dass du jetzt ja noch Hoffnung hast, dass man diese Debatte irgendwie noch in eine richtige oder in eine enkelsichere oder lebenswerte Zukunft drücken kann. Aber was gibt dir so die Hoffnung, dass... Welchen Ansatz kann man dann online irgendwie nehmen, um diesem Populismus und einem März entgegenzubringen, ohne ihm halt zu sagen, so, Alter, du bist einfach eine Pfeife, hör auf damit. Mhm. Weil ich finde es schwierig, weil ich würde ihm am liebsten einfach nur sagen, ey, du bist eine Pfeife, hör halt ein Maul, das geht nicht. Aber das sollte man ja nicht machen, weil das würde ihn ja wieder diskreditieren. Das wollen wir ja nicht machen, weil wir ja vernünftig miteinander umgehen wollen. Genau, also das ist ein bisschen, einerseits knüpft es an dem mit achtsam wütend sein, nämlich, dass ich meinen Unmut ausdrücke, ohne der Person quasi, ohne die Würde eines Menschen zu verletzen oder einfach zu grob zu sein. Erstens glaube ich, weil es ein Wert ist, der in unserer Gesellschaft hochgehalten werden sollte. Zweitens, wenn man sonst in einer Heftigkeit der Debatte landet, wo manche noch einmal 5 Stufen weitergehen können. Also in dieser Eskalation gibt es dann extremistische Stimmen, die dann, also beim richtig heftig sich Dinge ausdrücken gegenseitig, wird man womöglich nicht am längeren Ast sitzen. Aber zur Frage, was kann man da machen? Ich habe ehrlich gesagt keine gute Antwort, weil wenn es die gäbe, dann hätten wir andere Situationen. Wenn irgendjemand die perfekte Antwort gefunden hätte, hätten wir eine andere Debattenkultur. Aber für mich selbst versuche ich oft stark abzuwägen, wo habe ich gerade eher einen Elfmeter vor mir und wo habe ich gerade das Gegenteil eines Elfmeters. Und damit meine ich, wenn ich merke, das ist eine provokative Aussage, die vielleicht auch auf einem problematischen Menschenbild aufpasst, dann überlege ich oft, ich gehe irgendwo in ein Wirtshaus von Menschen, die sehr bunt durcheinander gemischt sind, von Leuten, die weit weg stehen von mir und Leuten, die näher sind bei mir und Leute, die genau gleich sind. Und ist diese Debatte ein guter Anlass, um nicht nur meine direkten Peers zu erreichen, sondern Leute, die vielleicht 10-20% entfernt stehen von mir? Ist das etwas, wo ich noch das Verständnis aufbauen kann, dass das jetzt zu weit geht? Oder warum? Oder gibt es einen Mechanismus, rhetorisch, wo ich erklären kann, Leute, das passiert hat? Also gibt es den Moment eines Aufklärungspotenzials oder Dagegenhaltpotenzials? Und zumindest für mich selbst ist das so ein Gradmesser, gehe ich da jetzt hinein oder nicht? Und das ist, also das als Einzelne, glaube ich, kann man das mehr machen. Und ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass Medien sich stärker an sowas orientieren oder an dieser Frage, was ist ihre Rolle? Das sage ich nicht einfach so. In meinem Buch geht es auch um den Umgang mit Populismus und da gibt es den Kommunikationswissenschaftler Frank Esser, der hat so 7 Gedankenanstöße für Medien geliefert, wie Medien auf populistische Rhetorik reagieren können. Und das eine ist, ihre Rolle in der Demokratie neu abzuklären. Also zum Beispiel, sind sie nur neutrale Überbringer, Überbringerinnen, was passiert ist? Oder gibt es zum Beispiel einen Moment, wo sie demokratische Werte verteidigen wollen? Und das muss natürlich auch dem Publikum transparent gemacht werden, wie man sich selbst da positioniert. Das Zweite,
Demokratieverletzungen müssen offengelegt werden. Also wenn zum Beispiel Minderheitenrechte in Frage gestellt werden, rechtsstaatliche Institutionen schlecht geredet werden, dass man diese Angriffe, rhetorische Angriffe auf demokratische Werte in die Aussage stellt. Und das Dritte ist, dass alle Parteien gleich behandelt werden. Also wenn andere Parteien zum Beispiel Untergriffe machen, muss das auch thematisiert werden, weil sonst wird man unglaubwürdig. Ich gehe jetzt nicht die ganze Liste durch, aber worauf ich hinaus will ist, ich habe da nicht die perfekte Antwort, aber für mich, ich habe das wirklich aufgezählt im Buch, das ist für mich so ein Raster, auch als Journalistin, wo ich mir denke, ist da einer dieser Punkte enthalten? Also so, will ich das jetzt machen, wie will ich es dann machen? Und aus Publikum kann ich auch was draus lernen, nämlich es gibt Medien, die versuchen, kein Medium wird das perfekt machen, aber es gibt Medien, die versuchen mehr das zu liefern. Die sind näher an diesen 7 Gedankenstöße dran als andere. Und ich glaube, ein wichtiges Ziel kann sein, jede Medien oder Influencer, Influencerin oder Intellekt oder Welle, was weiß ich, zu fördern, die näher an diesen Punkten dran sind. Also, dass ich notfalls deren Inhalte teile, dass ich deren, was weiß ich, Bücher kaufe, zu deren Kinovorführungen gehe, was weiß ich. Aber also unsere Aufmerksamkeit ist ungeheuer wertvoll und eine Lösung kann auch sein, dass ich meine Aufmerksamkeit viel zielgerichteter einsetze. Danke. Habt ihr noch eine weitere Frage? Gerne. Ich würde gerne fragen, ob du Angst kennst, wenn du so Stellung nimmst im Netz und wenn ja, wie du damit umgehst. Eigentlich Angst jetzt nicht so sehr, weil ich bin jetzt zum Beispiel keine berühmte Fernsehmoderatorin. Es gibt so ein Level an Sichtbarkeit oder auch an Zuschreibungen, die manche bekommen, dass die ich so nie bekommen habe, weil ich bin ein bisschen zu langweilig, um so richtig komplettes Feindbild für manche zu sein, denke ich manchmal. Aber was ich kenne, ist dieses unglaubliche Zermürbtsein, wenn man zum Beispiel so richtig zugeflutet wird mit Bullshit. Und was ich gerade gezeigt habe von X, das ist schon ein neues Level. Für alle Leute, die dort sind und ab und zu Stellung noch beziehen, ist das wirklich, also sowas kenne ich von nirgendwo. Und da merkt man, manchmal geht man rein und man erwartet schon, es kommt jetzt nur noch das Grauen daher. Es gibt natürlich auch wirklich wertschätzende und gute Wortmeldungen, die viel wert sind. Aber was ich da gelernt habe, ist, man muss da echt aufpassen, das einzuordnen, das auch für sich selbst so wegzuspielen zu einem gewissen Grad. Für mein Buch habe ich mit einer ganz tollen Frau geredet, die heißt Dorothee Scholz. Die ist deutsche Psychologin und Psychotherapeutin und die redet mit vielen Betroffenen von Hass im Netz. Und die hat einmal was Interessantes erzählt, nämlich wie das funktioniert, wenn Leute so ganz üble Hasslawinen abbekommen oder über Monate hinweg ständig so niedergeredet werden, dann kann es sein, dass die Person zum Bäcker geht und die will sich einfach nur so ein paar Brötchen kaufen, aber sie steht dort und denkt sich, ist der Bäcker einer von denen, die mir solche Nachrichten schicken? Und das ist interessant, weil was da passiert ist, da hat es diese Lawine an ungeheuren Nachrichten geschafft, die Sicherheit einer Person in der Öffentlichkeit ihr wegzunehmen, beziehungsweise dieses Vertrauen in die Menschheit da draußen. Und darum finde ich es, wir reden sehr oft über die übelsten Dinge, so die ganz klaren Vergewaltigungsdrohungen, Morddrohungen, und die sind das Allerärgste, aber auch dieses von Menschen ihren Blick auf die Welt so düster zu machen, das ist auch eine ungeheure Macht. Und darum müssen wir viel früher ansetzen und auch schon bei denjenigen, die ihre Tagesfreizeit ist, anderen Menschen klein zu reden, andere Menschen im Wertigkeitsgefüge geht, ganz nach unten einzusortieren, ernst zu nehmen, weil diese Menschen gefährden, dass Leute sich noch sicher und auch wertgeschätzt in unserer Gesellschaft fühlen. Ingrid, wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Wenn du sagen, morgen sind ja Landtagswahlen in Brandenburg, nächstes Jahr steht die Bundestagswahl an in Deutschland, vielleicht eine Sache oder die aus deiner Sicht wichtigste Sache in einem Satz, die du dir von den Parteien wünschen würdest oder die ihnen empfehlen würdest, angenommen, es gibt noch Parteien, die Interesse daran haben, nicht extremistisch, populistisch zu kommunizieren, was würdest du denen empfehlen? Ein Satz ist schwierig, aber ich versuche ganz schnell. Vieles, was ich heute angesprochen habe, da geht es um Wut. Wut ist eine stark aktivierende Emotion und ich habe mir das auch ein paar neuere Forschungsarbeiten angesehen, wie sehr Wut mit Shares zusammenhängt oder auch bei Wahlkampfvideos in den USA. Wütend machende Videos aktivieren Leute, dass sie dann für jene Partei wählen gehen wollen. Aber es gibt eine neue Untersuchung, da geht es um eine andere Emotion, die heißt Karma Muta, die kennen viele Menschen gar nicht. Das ist so das Gefühl des Gerührtseins.
Also es kann ein herziges Tiervideo im Internet sein, aber es kann auch eine politische Vision sein, zum Beispiel, es wird ein Missstand beschrieben, aber dann, wenn wir gemeinsam zusammenhalten, können wir das überwinden. Also auch Wahlkampfvideos können zum Beispiel Kammermutter auslösen. Und da zeigte sich für die USA jetzt, dass auch Videos, die diese positive Emotion auslösten, ebenso aktivierend waren. Und das, finde ich, ist von Parteien würde ich mir wünschen, ich glaube, das ist viel schwieriger, aber es ist möglich, auf dieses Gefühl des, wir können gemeinsam etwas erwirken, zu setzen und vielleicht an Visionen zu arbeiten. Ich habe nicht die große Antwort, was das sein kann, aber schauen wir mal an, wie die US-Wahl dieses Jahr ausgeht. Es gab auch schon Wahlkämpfe, die mit positiven Emotionen auch Menschen bewegt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Ingrid Brodnik.